Modul Hören. Hören, Teil 1. Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Guten Abend, hier ist Caroline Stolz von der Firma Hansebau. Wir haben für Freitagabend 20 Uhr einen Tisch für 20 Personen in Ihrem Restaurant reserviert. Leider gab es eine Änderung in der Planung der Betriebsfeier. Wir müssen die Feier auf den Samstagabend verschieben, weil am Freitag sehr viele Kollegen nicht da sind. Ich müsste bis morgen Nachmittag wissen, ob wir trotzdem bei Ihnen feiern können. Bitte rufen Sie mich kurz an. Ich bin heute bis 15 Uhr erreichbar und morgen von 8 bis 16 Uhr. Vielen Dank. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Abend, hier ist Caroline Stolz von der Firma Hansebau. Wir haben für Freitagabend 20 Uhr einen Tisch für 20 Personen in Ihrem Restaurant reserviert. Leider gab es eine Änderung in der Planung der Betriebsfeier. Wir müssen die Feier auf den Samstagabend verschieben, weil am Freitag sehr viele Kollegen nicht da sind. Ich müsste bis morgen Nachmittag wissen, ob wir trotzdem bei Ihnen feiern können. Bitte rufen Sie mich kurz an. Ich bin heute bis 15 Uhr erreichbar und morgen von 8 bis 16 Uhr. Vielen Dank. Lesen Sie nun die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf der Mobilbox. Eine neue Nachricht. Heute 12.38 Uhr. Grüezi, Herr Eberlein. Hier ist Urs Bürger von der Kantonspolizei in Solothurn. Wir haben Ihren Namen und die Nummer von Ihrem Nattel in Ihrem Rucksack gefunden. Der wurde bei uns abgegeben. Sie haben ihn im Café Belvedere stehen lassen und ein Mann war so nett, ihn hierher zu bringen. Wir sind ja kein Fundbüro, aber wir behalten ihn noch hier. Sie können ihn bis heute Abend 8 Uhr abholen in der Urbanstraße 10. Und bringen Sie Ihren Ausweis mit. Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Eine neue Nachricht. Heute 12.38 Uhr. Grüezi, Herr Eberlein. Hier ist Urs Bürger von der Kantonspolizei in Solothurn. Wir haben Ihren Namen und die Nummer von Ihrem Nattel in Ihrem Rucksack gefunden. Der wurde bei uns abgegeben. Sie haben ihn im Café Belvedere stehen lassen und ein Mann war so nett, ihn hierher zu bringen. Wir sind ja kein Fundbüro, aber wir behalten ihn noch hier. Sie können ihn bis heute Abend 8 Uhr abholen in der Urbanstraße 10. Und bringen Sie Ihren Ausweis mit. Wiederhören. Lesen Sie nun die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Guten Tag, Herr Melchior. Hier ist Aische Özdemir von der Volkshochschule Minden. Sie hatten sich telefonisch zum Kurs Verhaltensregeln am Arbeitsplatz angemeldet, und zwar zu M13
Montag und Mittwoch um 19 Uhr. Der Kurs kann nun stattfinden, da die notwendige Teilnehmerzahl erreicht ist. Wenn Sie weiterhin Interesse haben, schicken Sie bitte möglichst schnell eine Anmeldebestätigung per Mail oder rufen Sie uns an. Denken Sie bitte auch daran, die Gebühr von 85 Euro vor Kursbeginn zu überweisen. Vielen Dank. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag, Herr Melchior. Hier ist Aysche Özdemir von der Volkshochschule Minden. Sie hatten sich telefonisch zum Kurs Verhaltensregeln am Arbeitsplatz angemeldet und zwar zu M13, Montag und Mittwoch um 19 Uhr. Der Kurs kann nun stattfinden, da die notwendige Teilnehmerzahl erreicht ist. Wenn Sie weiterhin Interesse haben, schicken Sie bitte möglichst schnell eine Anmeldebestätigung per Mail oder rufen Sie uns an. Denken Sie bitte auch daran, die Gebühr von 85 Euro vor Kursbeginn zu überweisen. Vielen Dank. Lesen Sie nun die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören im Zug eine Durchsage. Achtung, eine wichtige Durchsage. Sehr geehrte Reisende, wegen einer technischen Störung auf der Gleisanlage kann der Zug die Fahrt nach Hannover nicht fortsetzen. Nächster Halt ist der Bahnhof Niederfelden. Bitte steigen Sie dort aus und gehen Sie zum Bahnhofsvorplatz. Als Ersatzverkehr stehen ab 13.30 Uhr Busse bereit, die Sie zum Hauptbahnhof Hannover bringen. Die Fahrt dauert ca. 45 Minuten. Sie werden Hannover Hauptbahnhof mit etwa 90 Minuten Verspätung erreichen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. Vielen Dank. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung, eine wichtige Durchsage. Sehr geehrte Reisende, wegen einer technischen Störung auf der Gleisanlage kann der Zug die Fahrt nach Hannover nicht fortsetzen. Nächster Halt ist der Bahnhof Niederfelden. Bitte steigen Sie dort aus und gehen Sie zum Bahnhofsvorplatz. Als Ersatzverkehr stehen ab 13.30 Uhr Busse bereit, die Sie zum Hauptbahnhof Hannover bringen. Die Fahrt dauert ca. 45 Minuten. Sie werden Hannover Hauptbahnhof mit etwa 90 Minuten Verspätung erreichen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. Vielen Dank. Lesen Sie nun die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Patrick, hallo Sophie, hier ist Bernd. Ich habe eine Überraschung für euch. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe im Lotto gewonnen. Davon kann ich mir kein Haus oder Auto kaufen, aber ich habe da eine Idee. Nächstes Wochenende ist doch das Seenachtsfest in Konstanz mit viel Musik, Tanz, einem Feuerwerk und so weiter. Und ich möchte euch dazu einladen mit 2 Übernachtungen im Seehotel auf meine Rechnung. Als Dankeschön, weil ihr mir letztes Jahr so oft geholfen habt. Macht ihr mit? Wäre toll. Tschüss. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Patrick, hallo Sophie, hier ist Bernd. Ich habe eine Überraschung für euch. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe im Lotto gewonnen. Davon kann ich mir kein Haus oder Auto kaufen. Aber ich habe da eine Idee. Nächstes Wochenende ist doch das Seenachtsfest in Konstanz mit viel Musik, Tanz, einem Feuerwerk und so weiter. Und ich möchte euch dazu einladen mit 2 Übernachtungen im Seehotel auf meine Rechnung.
als Dankeschön, weil ihr mir letztes Jahr so oft geholfen habt. Macht ihr mit? Wäre toll. Tschüss. Lesen Sie nun die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Hier der aktuelle Wetterbericht für die Region Vorarlberg. Am Vormittag ist es zunächst noch freundlich mit viel Sonne und Temperaturen bis 18 Grad. Am Nachmittag ziehen jedoch Wolken auf, mit der Gefahr von Gewittern, örtlichem Starkregen und Sturmböen. Auch morgen bleibt es regnerisch und windig, bei 7 bis 12 Grad. Wer eine Radtour oder eine Wanderung machen will, sollte lieber bis übermorgen warten. Denn dann wird es freundlicher und trocken, bei schwachem Wind aus südöstlicher Richtung und steigenden Temperaturen bis 20 Grad. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hier der aktuelle Wetterbericht für die Region Vorarlberg. Am Vormittag ist es zunächst noch freundlich mit viel Sonne und Temperaturen bis 18 Grad. Am Nachmittag ziehen jedoch Wolken auf, mit der Gefahr von Gewittern, örtlichem Starkregen und Sturmböen. Auch morgen bleibt es regnerisch und windig, bei 7 bis 12 Grad. Wer eine Radtour oder eine Wanderung machen will, sollte lieber bis übermorgen warten, denn dann wird es freundlicher und trocken, bei schwachem Wind aus südöstlicher Richtung und steigenden Temperaturen bis 20 Grad. Ende von Hören, Teil 1. Hören Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Auf einer Versammlung in der Firma Albatros hören Sie folgende Präsentation. Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Albatros, zuerst möchte ich mich vorstellen. Ich bin Beate Kasper von der Stadtverwaltung Auersberg, zuständig für Presse- und Informationsarbeit. Wir von der Stadtverwaltung freuen uns sehr darüber, dass Ihre Firma in einem Jahr in unsere Stadt umziehen wird. Und wir möchten Sie, wenn Sie zu uns kommen, herzlich begrüßen. Herr Hartmann von der Firmenleitung hat mich gebeten,
Ihnen etwas über die Stadt Auersberg, die dann ja auch Ihre neue Heimat sein wird, zu erzählen. Das möchte ich nun gerne tun. Auersberg ist eine Kleinstadt mit etwa 13.000 Einwohnern und liegt mitten auf dem Land. Früher war Auersberg ein großes Dorf mit viel Landwirtschaft, aber das hat sich geändert. Heute gibt es bei uns vor allem Dienstleistungsfirmen und Handwerksbetriebe. Unser großes Plus ist aber immer noch die Naturnähe. Seen, Wälder und Wiesen und die saubere Luft bieten beste Voraussetzungen für Freizeitaktivitäten in der Natur und ein gesundes Leben. Industriebetriebe, die die Umwelt verschmutzen, finden Sie bei uns nicht. Trotz der ruhigen Lage auf dem Land ist die Verkehrssituation in Auersberg relativ gut. Wir haben einen Bahnhof mit Fernverkehrsanschluss, es gibt mehrere Buslinien und über die Bundesstraße sind es nur wenige Minuten bis zur Autobahn. Trotz der guten Verkehrssituation steht man bei uns selten im Stau und der Verkehrslärm ist gering. Da viele von Ihnen mit Ihren Familien umziehen, wird es Sie sicher freuen, dass Auersberg letztes Jahr einen Preis für Familienfreundlichkeit gewonnen hat. Die Stadt hat ausreichend Kindergartenplätze, es gibt 3 Grundschulen mit Nachmittagsbetreuung, eine Realschule und ein Gymnasium. Außerdem haben wir zahlreiche Spielplätze, einen Jugendclub und ein intensives Vereinsleben, mehrere Sportvereine, einen Musikverein, einen Naturschutzverein und einen Kunst- und Literaturclub. Die örtliche Volkshochschule bietet für alle ein relativ breites Programm an. Sie finden in Auersberg auch alle wichtigen Geschäfte, so dass Sie Ihre Einkäufe für den Alltag im Ort machen können. Und das Schöne ist, in Auersberg liegt alles so nahe zusammen, dass Sie und Ihre Kinder alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen können. Noch ein paar Worte zum Thema Kultur und Unterhaltung. Auersberg hat als Kleinstadt natürlich nicht das große Angebot einer großen Stadt, aber einige schöne Veranstaltungen wie das Stadtfest, das Musiktreffen und den Weihnachtsmarkt. Und in unseren gemütlichen Restaurants und Cafés werden Sie sich sicher wohlfühlen. Wer ein größeres Kulturangebot sucht, mal ins Theater oder ins Konzert gehen möchte, der fährt einfach nach Ulm oder Augsburg, nur etwa 40 Minuten entfernt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und beantworte nun gerne Ihre Fragen. Ende von Hören Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sitzen in einem Café und hören, wie sich 2 Frauen über den Beruf unterhalten. Hallo Isa. Du bist doch die Isa, oder? Na klar. Und du die Claudia.
Hallo, lange nicht gesehen. Wohl wahr. Setz dich zu mir, hast du Zeit? Ja, aber nur kurz, mein Unterricht geht um 3 los. Aber wie siehst du denn aus? Im Blaumann? Im Arbeitsanzug? Wie ein Arbeiter, meinst du? Wieso? Was machst du denn, Isa? Du hast doch auch studiert, oder? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Sprachen studiert, Englisch und Spanisch. Aber das war nicht das Richtige für mich. Nach 4 Semestern habe ich dann entschieden, nicht weiter zu studieren. Und was hast du dann gemacht? Ich hatte auf einmal eine Idee. Das heißt, mit Hilfe eines Freundes. Der hat mich einmal in die Werkstatt mitgenommen, in der er arbeitet. Eine tolle, große Autowerkstatt, wo sie alles reparieren. Vom einfachen Kleinwagen bis zum Ferrari. Und plötzlich? Lass mich raten. Du warst begeistert. Du hast dich ja schon in der Schule für Autos und Motoren interessiert. Stimmt. Gleich am nächsten Tag bin ich nochmal hingegangen und habe einfach den Meister gefragt, ob er eine Lehrstelle für mich hat. Die haben aber geschaut. Klar. Der Meister hat mir gleich gesagt, dass ich wegen einer Stelle als Sekretärin nach oben in die Personalabteilung gehen soll. Aber dann habe ich ihm gesagt, dass ich eine Lehre als Automechanikerin machen will. Da war er völlig überrascht, hat mich dann aber korrigiert. Als Mechatronikerin, meinen Sie? Was ist denn das? Heutzutage ist so viel Elektronik im Auto, dass sich der Mechanikerberuf geändert hat. Jetzt heißt es Mechatroniker. Haben Sie dich dann genommen? Ja. Und deine Eltern? Wie haben die reagiert? Das hat sie wie ein Blitz getroffen. Das war das Letzte, was sie von mir wollten. Sie sind eben etwas konservativ und sie hatten auch viel Geld in mein Studium gesteckt. Aber sie haben sich nach einiger Zeit wieder beruhigt. Man kann sie ja irgendwie verstehen. Stimmt. Aber ich wollte unbedingt diese Ausbildung machen, nichts anderes. Und du hast es geschafft? Ja, klar. Am Anfang hieß es unter den Arbeitskollegen, das sei kein Frauenberuf. Aber sie haben sich inzwischen an mich gewöhnt. Jetzt werde ich total akzeptiert. Und was sagen die Kunden? Genau da gab es manchmal ein Problem. Sie wollten lieber einen männlichen Mechaniker als eine Frau. Aber der Meister hat sofort erklärt, dass es da keinen Unterschied gibt. Klingt gut. Ja, jetzt ist alles super. Du, jetzt habe ich aber so viel geredet und nicht gefragt, wie es dir geht. Nicht so gut. Ich habe fertig studiert und bin jetzt Lehrerin. Aber ich bin leider nicht fest angestellt und verdiene relativ wenig. Es gibt in meinem Fach zu viele Lehrer und nicht genug freie Stellen. Schlimm. Du, ich muss jetzt leider los. Schreib mir hier noch deine Telefonnummer auf. Wir können uns ja mal verabreden und in Ruhe reden. Sehr gern. Okay, mach's gut. Ich ruf dich an. Ende von Hören, Teil 3. Hören, Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion 2-mal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. In der Radiosendung "Brauchen wir die anonyme Bewerbung?" diskutiert die Moderatorin mit den Studiogästen Britta Wolfing und Gerold Graf.
liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Sendereihe Diskussion am Nachmittag beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Brauchen wir die anonyme Bewerbung? Unsere Studiogäste sind heute Frau Britta Wolfing und Herr Gerold Graf. Herzlich willkommen. Würden Sie sich bitte kurz vorstellen? Gerne. Ich bin Britta Wolfing. Ich leite seit fast 20 Jahren in Hamburg die Personalvermittlung Die Profis und ich habe auf dem Gebiet Bewerbung einige Erfahrungen gesammelt. Guten Tag, ich bin Gerold Graf. Ich bin Psychologe, Autor und seit 5 Jahren berate ich Firmen in Personalfragen, auch zum Thema anonyme Bewerbung. Herr Graf, in Deutschland ist es bisher üblich, im Lebenslauf den Namen, das Alter, das Geschlecht und den Familienstand anzugeben und auch ein Bewerbungsfoto mitzuschicken. Können Sie uns kurz erläutern, warum Sie die anonyme Bewerbung, also Bewerbungen ohne Angabe von Name, Geschlecht, Familienstand, Alter und Foto des Bewerbers für notwendig halten? Es ist besser, wenn in einer Bewerbung zum Beispiel nicht steht, wie alt der Bewerber ist oder ob es ein Mann oder eine Frau ist. Denn wie sich in Untersuchungen zeigt, bekommen bestimmte Bewerber trotz Erfahrung und guter Qualifikation relativ oft keine Einladung zum Bewerbungsgespräch. Offenbar werden Lebenslauf und Bewerbungsschreiben häufig gar nicht erst richtig gelesen, nur weil der Bewerber zum Beispiel über 50 Jahre alt ist oder weil die Bewerberin kleine Kinder zu Hause hat oder alleinerziehend ist. Das ist nicht in Ordnung. Ah, Frau Wolfing, Sie schütteln den Kopf. Sie sind da wohl anderer Meinung. Ja, das bin ich. Was Sie, Herr Graf, sagen, stimmt zum Teil. Bestimmte Personengruppen sind leider schwerer auf dem Arbeitsmarkt zu vermitteln. Das kenne ich von meiner Arbeit. Aber für den Arbeitgeber ist es sehr wichtig zu wissen, wen er da zum Vorstellungsgespräch einlädt. Dazu gehören, neben vielen anderen Dingen, auch diese persönlichen Angaben. Einfach anonym zu bleiben, das verbessert doch nicht die Chance, eine Einladung zum Vorstellungsgespräch zu bekommen. Aber wozu diese Angaben? Das Alter und das Geschlecht oder gar die Herkunft sagen doch nichts darüber, welche Qualifikationen ein Bewerber hat. Und auch das Bewerbungsfoto ist absolut nicht sinnvoll. Am Aussehen kann man doch nicht erkennen, ob eine Bewerberin oder Bewerber für die Stelle geeignet ist. Wir sollten bei der Personalauswahl mehr darauf achten, welche Fähigkeiten und Kenntnisse jemand mitbringt. Das tun wir doch auch. Wir schauen genau hin, was jemand gelernt hat, welche Berufserfahrung er oder sie hat, welche persönlichen Stärken und so weiter. Es ist doch nicht so, dass wir nach dem Foto entscheiden, wer zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Aber bei einigen Stellen ist es trotzdem nicht unwichtig. Wenn zum Beispiel jemand auf dem Foto nicht freundlich und unsympathisch aussieht, passt er nicht als Angestellter an der Rezeption eines 5-Sterne-Hotels oder als Berater am Schalter einer Bank. Entschuldigung, das ist doch dummes Zeug. Jemand kann doch auf einem Foto sehr nett aussehen und in Wirklichkeit ganz anders sein. Na, das sehen wir dann schnell genug beim Vorstellungsgespräch. Und sicher, es kann auch passieren, dass Leute, die eigentlich perfekt geeignet wären, wegen ihres Aussehens auf dem Bewerbungsfoto nicht zu einem Gespräch eingeladen werden und das ist nicht gut für die Firma. Aber ich bin sicher, dass das die Ausnahme ist. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass man auch in Zukunft zu einer Bewerbung ein Foto schickt. Das ist doch schon immer so gewesen und wird auch überall so gemacht. Nein, das stimmt so nicht. Bei uns wird über dieses Thema erst seit kurzer Zeit diskutiert. Es gibt aber auch einige Länder, in denen es schon lange ganz normal ist, bei einer Bewerbung kein Foto mitzuschicken. In den USA zum Beispiel. Es scheint also auch ohne Bild zu funktionieren. Natürlich! Und auch die anonyme Bewerbung funktioniert. Es gibt auch bei uns Firmen, die anonyme Bewerbungen verlangen und die damit auch gute Erfahrungen gemacht haben. Herr Graf, aber viele Firmen, die das ausprobiert haben, hatten damit keinen Erfolg. Sie verlangen nun wieder Bewerbungen wie bisher, also mit Foto und allen Angaben. Vielleicht, weil die Personalchefs, ihre Mitarbeiter und auch viele Arbeitsvermittler zu bequem sind? Sie wollen einfach keine Veränderungen. Das ist sicher nicht der Grund. Das ist vielmehr auch eine Frage der Zeit. Bei 70 Bewerbern ist es einfach leichter, 5 auszuwählen, wenn man alle Informationen und auch ein Bild der Personen hat. Personalchefs haben manchmal einen zu vollen Terminplan, da können sie nicht alle Bewerbungen genau durchlesen.
Aber genau das ist oft ungerecht, weil viele Personen, die die Bewerbungen anschauen, nach Sympathie entscheiden, wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird und wer nicht. Das stimmt, das kann ein Problem sein. Man muss die Mitarbeiter in den Personalabteilungen oder auch Personalvermittler auf dieses Problem aufmerksam machen und ihnen Fortbildungen anbieten, damit sie lernen, nicht nur nach ihrem persönlichen Eindruck zu entscheiden. Ich bin jedenfalls der Überzeugung, dass die anonyme Bewerbung keine Lösung ist. Schade. Ich bleibe dabei. Die anonyme Bewerbung ist besser für Bewerber und Arbeitgeber. Liebe Studiogäste, leider müssen wir diese wichtige Diskussion hier abschließen, denn unsere Sendezeit geht zu Ende. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Sendung. Auf Wiederhören. Sie hören die Diskussion zweimal. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Sendereihe Diskussion am Nachmittag beschäftigen wir uns heute mit dem Thema: Brauchen wir die anonyme Bewerbung? Unsere Studiogäste sind heute Frau Britta Wolfing und Herr Gerold Graf. Herzlich willkommen. Würden Sie sich bitte kurz vorstellen? Gerne. Ich bin Britta Wolfing. Ich leite seit fast 20 Jahren in Hamburg die Personalvermittlung Die Profis und ich habe auf dem Gebiet Bewerbung einige Erfahrungen gesammelt. Guten Tag, ich bin Gerold Graf. Ich bin Psychologe, Autor und seit 5 Jahren berate ich Firmen in Personalfragen, auch zum Thema anonyme Bewerbung. Herr Graf, in Deutschland ist es bisher üblich, im Lebenslauf den Namen, das Alter, das Geschlecht und den Familienstand anzugeben und auch ein Bewerbungsfoto mitzuschicken. Können Sie uns kurz erläutern, warum Sie die anonyme Bewerbung, also Bewerbungen ohne Angabe von Name, Geschlecht, Familienstand, Alter und Foto des Bewerbers für notwendig halten? Es ist besser, wenn in einer Bewerbung zum Beispiel nicht steht, wie alt der Bewerber ist oder ob es ein Mann oder eine Frau ist. Denn wie sich in Untersuchungen zeigt, bekommen bestimmte Bewerber trotz Erfahrung und guter Qualifikation relativ oft keine Einladung zum Bewerbungsgespräch. Offenbar werden Lebenslauf und Bewerbungsschreiben häufig gar nicht erst richtig gelesen, nur weil der Bewerber zum Beispiel über 50 Jahre alt ist oder weil die Bewerberin kleine Kinder zu Hause hat oder alleinerziehend ist. Das ist nicht in Ordnung. Ah, Frau Wolfing, Sie schütteln den Kopf. Sie sind da wohl anderer Meinung. Ja, das bin ich. Was Sie, Herr Graf, sagen, stimmt zum Teil. Bestimmte Personengruppen sind leider schwerer auf dem Arbeitsmarkt zu vermitteln. Das kenne ich von meiner Arbeit. Aber für den Arbeitgeber ist es sehr wichtig zu wissen, wen er da zum Vorstellungsgespräch einlädt. Dazu gehören, neben vielen anderen Dingen, auch diese persönlichen Angaben. Einfach anonym zu bleiben, das verbessert doch nicht die Chance, eine Einladung zum Vorstellungsgespräch zu bekommen. Aber wozu diese Angaben? Das Alter und das Geschlecht oder gar die Herkunft sagen doch nichts darüber, welche Qualifikationen ein Bewerber hat. Und auch das Bewerbungsfoto ist absolut nicht sinnvoll. Am Aussehen kann man doch nicht erkennen, ob eine Bewerberin oder Bewerber für die Stelle geeignet ist. Wir sollten bei der Personalauswahl mehr darauf achten, welche Fähigkeiten und Kenntnisse jemand mitbringt. Das tun wir doch auch. Wir schauen genau hin, was jemand gelernt hat, welche Berufserfahrung er oder sie hat, welche persönlichen Stärken und so weiter. Es ist doch nicht so, dass wir nach dem Foto entscheiden, wer zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Aber bei einigen Stellen ist es trotzdem nicht unwichtig. Wenn zum Beispiel jemand auf dem Foto nicht freundlich und unsympathisch aussieht, passt er nicht als Angestellter an der Rezeption eines 5-Sterne-Hotels oder als Berater am Schalter einer Bank. Entschuldigung, das ist doch dummes Zeug. Jemand kann doch auf einem Foto sehr nett aussehen und in Wirklichkeit ganz anders sein. Na, das sehen wir dann schnell genug beim Vorstellungsgespräch. Und sicher, es kann auch passieren, dass Leute, die eigentlich perfekt geeignet wären, wegen ihres Aussehens auf dem Bewerbungsfoto nicht zu einem Gespräch eingeladen werden und das ist nicht gut für die Firma. Aber ich bin sicher, dass das die Ausnahme ist.
Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass man auch in Zukunft zu einer Bewerbung ein Foto schickt. Das ist doch schon immer so gewesen und wird auch überall so gemacht. Nein, das stimmt so nicht. Bei uns wird über dieses Thema erst seit kurzer Zeit diskutiert. Es gibt aber auch einige Länder, in denen es schon lange ganz normal ist, bei einer Bewerbung kein Foto mitzuschicken. In den USA zum Beispiel. Es scheint also auch ohne Bild zu funktionieren. Natürlich! Und auch die anonyme Bewerbung funktioniert. Es gibt auch bei uns Firmen, die anonyme Bewerbungen verlangen und die damit auch gute Erfahrungen gemacht haben. Herr Graf, aber viele Firmen, die das ausprobiert haben, hatten damit keinen Erfolg. Sie verlangen nun wieder Bewerbungen wie bisher, also mit Foto und allen Angaben. Vielleicht, weil die Personalchefs, ihre Mitarbeiter und auch viele Arbeitsvermittler zu bequem sind? Sie wollen einfach keine Veränderungen. Das ist sicher nicht der Grund. Das ist vielmehr auch eine Frage der Zeit. Bei 70 Bewerbern ist es einfach leichter, 5 auszuwählen, wenn man alle Informationen und auch ein Bild der Personen hat. Personalchefs haben manchmal einen zu vollen Terminplan, da können sie nicht alle Bewerbungen genau durchlesen. Aber genau das ist oft ungerecht, weil viele Personen, die die Bewerbungen anschauen, nach Sympathie entscheiden, wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird und wer nicht. Das stimmt, das kann ein Problem sein. Man muss die Mitarbeiter in den Personalabteilungen oder auch Personalvermittler auf dieses Problem aufmerksam machen und ihnen Fortbildungen anbieten, damit sie lernen, nicht nur nach ihrem persönlichen Eindruck zu entscheiden. Ich bin jedenfalls der Überzeugung, dass die anonyme Bewerbung keine Lösung ist. Schade. Ich bleibe dabei. Die anonyme Bewerbung ist besser für Bewerber und Arbeitgeber. Liebe Studiogäste, leider müssen wir diese wichtige Diskussion hier abschließen, denn unsere Sendezeit geht zu Ende. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Sendung. Auf Wiederhören. Ende des Moduls Hören.